Willkommen zurück zu Pokémon. Nein, nehme ich auf hier. Zu Pokémon Revolution Online. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich die Aufnahmen, das Aufnahmefenster nicht in die Aufnahme setze. Wir haben am letzten Mal ein wenig trainiert. Allerdings können wir jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr machen. Ja, stimmt, wir hingen ja noch an der Arena, ne? Und wollten dafür trainieren, ja. Und ich habe es offscreen nicht geschafft, das tut mir leid. Hey, mich zu einem Kampf haben. Herrlich, kennen wir schon. Du und dein Krebschor. Da tauschen wir auch gleich mal aus. Wir müssen trainieren. Leute, wir müssen trainieren. Ohne trainieren geht hier gar nichts. Aber wir kriegen es hin. Ich glaube, wir können das schaffen. Gleich noch Slam lernen? Ne. Oh Gott, ich habe Schluck auf. Ja, wir prügeln uns hier mit den Leuten und hoffen einfach mal darauf, dass wir so schnell es geht Level abkommen. Und ja, dann hoffen wir einfach aufs Beste, würde ich sagen. Je schneller wir am Level abkommen, desto besser wird's. Weil sobald wir erstmal auf dem nötigen Level sind und stark genug sind, dann haben die ja eigentlich überhaupt keine Chance mehr, die Arena-Leiter. Ich meine, guck mal, wir haben schon... wir haben jetzt schon das nötige Level dafür, also Level 33. Das passt doch schon. Wir sind schon viel stärker, als wir es beim letzten Mal waren. Na gut, viel stärker vielleicht nicht, aber wir sind stärker. Und die wollen alle schon wieder nicht mehr kämpfen, weil die haben wir vor nicht mal einer Woche zuletzt bekämpft. Aber ich glaube, es war Montag, wir haben jetzt Sonntagabend. Los, ich habe morgen früh Uni, da schaffe ich das nicht vorher. Deswegen machen wir das jetzt noch. Ja, ich muss jetzt mit so einem, weil mir die Gesprächsthemen ausgehen und ich nicht weiß, was ich während so einer mehr oder weniger Trainingssession so erzählen soll. Hier drin haben wir uns gar nicht so recht umgesehen, ne? Weil wir direkt wieder zurückgelatscht sind. Weil wir ja über den Berg gehen mussten. Stimmt eigentlich, hier drüben, hier gibt's ja eigentlich für uns gar nichts zu holen. Nicht so wirklich. Weil, wenn ihr mal guckt auf die... Das ist mal wieder falsch. Ich klicke immer da drauf, aber hier oben ist die Map. Wenn ihr mal guckt, wir sind jetzt hier, da landen wir bloß da unten und dann müssen wir wieder den ganzen Umweg laufen, weil wir keinen Zertrümmerer haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Umwege, wir wollen direkte Wege. Niemand mag Umwege, oder? Mögt ihr Umwege? Nein, mögt ihr nicht. Deswegen latschen wir jetzt gerade wieder zurück. Ja, ich weiß, es ist doof, wenn ich hier immer hin und her laufe, aber derzeit ist es halt so. Müsst damit leben, zumindest jetzt den Part heute, vielleicht den Part morgen auch noch. Und ja, mal gucken. Je nachdem, wie schnell wir die Arena-Leiterin fertig kriegen. Ich habe halt derzeit, es geht wieder auf die Klausuren zu, Leute. Nächsten Monat sind Prüfungen bei mir und das heißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, alles für YouTube zu machen. Weil aufnehmen geht nun mal erst nach dem Lernen für Prüfungen, ne? Lernen geht vor, Let's Plays gehen nach. So ist es leider. Aber ich versuche trotzdem Material für euch zu halten. Weil wir wollen ja alle zusammen hier auch ein bisschen Spaß haben. Ah, die wollen wieder kämpfen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Weil das sind ja alles wieder Erfahrungspunkte, die wir hier kriegen. So. Na, paralysiert sein möchte ich eigentlich nicht. Achso, ja, ich bin hier noch auf meinem kleinen Rudolf. Ich mag Rudolf.
müssen jetzt aber schnell leveln, damit wir in der Arena auch punkten können. Wir wollen ja hier möglichst schnell aufleveln und Pokémon-Meister werden und diese Region abschließen. Das wäre schön. Also ich würde es mir wünschen, dass wir das recht schnell schaffen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Lava Plum. Ist eigentlich nicht schlecht. Es ist halt die Frage, ist es besser oder schlechter als Flame Burst? Ich mach mal Yawn weg, weil ich das eh so selten einsetze. Obwohl Rock Slide setze ich noch seltener ein. Egal. Wir kriegen hier noch mehr Attacken. Und wir leveln ja auch weiterhin schön. Das bleibt ja auch nicht aus. Hier immer schön Erfahrungspunkte abgreifen. Man levelt wirklich sehr, sehr schnell mit solchen Basis-Pokémon. Wenn ihr erstmal geschafft habt, das auf einen gewissen Stand zu bringen, dann kann man damit unheimlich schnell leveln. Ihr seht hier jetzt einen Kampf, fast schon wieder ein Level. Das ist gut so. Apropos, ich wollte mal gucken, habe ich meinen Schlüssel von der Tür abgezogen oder steckt der noch außen? Das muss ich gleich mal nach dem Video hier gucken. Pump dich nicht auf, du Pokémon. Oh Gott, das Vieh kann Magnitude. Okay. Ja komm, wenn unser Pokémon jetzt besiegt wird, wird es halt besiegt. Dann ist es halt so, dann macht Lombrero jetzt erstmal weiter. Das muss ja auch trainieren. Das hat ja auch noch ein bisschen was vor sich. Wird ja kein Weg dran vorbei, dass alle unsere Pokémon ein wenig stärker werden. So, da kommen wir erstmal nicht durch. Macht nichts. Wir haben hier noch andere Wege. Ja, Mittel und Wege, sie zum Sprechen zu bringen. So. Achso, das Vieh hat Sturdy. Ich habe mich schon gewundert, warum wir keine XP bekommen haben. Ja, so muss das sein. Immer schön die XP rausrücken. Gab es hier unten noch irgendwen zum Herausfordern? Ich glaube, nein. Ne. Stimmt, hier waren wir auch, glaube ich, erst. Naja, was soll's. Alles platt machen. So viel wie möglich. Sind schließlich alles EXP für unser großes Ziel am Ende. Und unser Ziel ist es ja, die Arenaleiter zu besiegen. Achso, stimmt, den habe ich ja schon beim ersten Mal übersehen. Der mit seinem Ninkada. Aber auch wenn ich ihn übersehen habe beim ersten Mal, den machen wir fertig. Und Ninjask. Machen wir auch fertig. Machen sie alle fertig. Die haben gar keine Chance gegen uns. Kann jetzt passieren, das freut mich. So, du dann auch. Ach, du willst noch nicht. Schade. Ich bin froh um jeden, der kämpfen will. Sind alles wieder Punkte. Weil am Ende müssen wir den Arenaleiter besiegen, also die Arenaleiterin. So. Heute haben wir das auch geschafft und wieder ein Level up. Nee, ich will kein Backpacker werden. Ich bin da sehr zufrieden mit, wie wir gerade sind. Als Weihnachts... irgendwas. Weihnachtskatzenmensch. Catboy. Also Catgirls finde ich ja besser, aber das ist eine andere Geschichte. So, hier gibt es wieder das Item. So ein Elixier kann man immer gebrauchen. Und die Heidi. Ich glaube, mit der haben wir noch gar nicht gekämpft. Meine Augen stechen vielleicht ein bisschen. Aber ich werde trotzdem ein Picknick hier in der Wüste haben.
weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist eher eine schlechte Idee. Aber es darf sie ruhig entscheiden. Ich meine, es ist ihr Leben. Ihre Entscheidung. Wenn sie unbedingt in der Wüste ein Picknick machen will, soll sie doch. Wie, hier gibt's nix. Jetzt den Winkel laufen, nur damit ich nichts krieg. Hätte ich auch daheim bleiben können. So, Ast-Trainer. Dich hatten wir schon bekämpft. Und jetzt gibst du uns all deine Erfahrungspunkte. So. Erstes Level up. Riechsalz. Netter Angriff bringt bloß nicht so viel. Und zum Schluss das Drachen-Pokémon. Da komme ich natürlich mit Feuerattacken überhaupt nicht weiter. Aber mit Antikkraft. Und dem Rock Slide letzten Endes, wenn er trifft. So. So muss das aussehen. Less Parry. Waren wir da unten überhaupt schon mal? Was ist überhaupt da unten? Bin mir gerade so ein bisschen unsicher, ob das ein guter Weg ist. Ich würde es gerade mal bezweifeln sogar. Obwohl, was soll denn eigentlich Schlimmes passieren, wenn wir da runtergehen? Ich meine, wir wären auch schon mal da runtergegangen, aber ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Es ist zu lange her. Dämliches Stahl-Pokémon. Da könnten wir jetzt die Feuerkraft gebrauchen. Aber das ist ja besiegt. Aber es gibt immerhin Erfahrungspunkte. Ich bin heute auf einem Erfahrungspunkte-Trip, Leute. Könnte auch ein bisschen daran liegen, dass ich müde bin. Nein, meine Pokémon. So. Gucken wir mal. Achso, stimmt, da war ja die Wüste. Das war's. Da dürften wir ja noch gar nicht hin. Schon wieder vergessen. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen doof. Das heißt manchmal, ich bin sehr oft doof, habt ihr mir auch gesagt. Bin vermutlich der Einzige, der so doof ist und mit Schneckmack da immer Slimer sagt, aber... Der Witz ist, kann ich euch mal kurz erklären. Ich meine mit dem Slimer, nicht mal das Slimer, das Pokémon, sondern Slimer als Slimer von den Ghostbusters. Also nicht Grimer, sondern Slimer. Klingt doof, ist aber wirklich so. So, jetzt gehen wir uns noch gerade mal heilen. Dann gehen wir in den Tunnel. Nee. Nochmal rasten will ich eigentlich nicht. Denn wer rastet, der rostet und wir rosten nicht. Aber wir könnten mal die Pokémon austauschen. Was meint ihr, haben wir beim nächsten Mal gegen die eine Chance? Ich meine, wir haben ja kein schlechtes Team. Also theoretisch müssten wir ja eine Möglichkeit dagegen haben. Die Kraft zu gewinnen. Also ich glaube, wir könnten eine Chance haben. Die Frage ist, was denkt ihr? Beziehungsweise eigentlich ist die Frage, was denkt sie? Weil wenn die Arena-Leiterin sagt, nee, dann nützt das nichts. Ja, das wilde Kleinstein, das uns hier angreift, anfällt, als wäre es tollwütig und Sturdy hat. Sturdy ist so eine tolle Fähigkeit, wenn sie für einen arbeitet, aber wenn sie gegen einen arbeitet, dann ist es die dümmste Fähigkeit schlechthin. So, die Mascholo, die kann ich ja alle mit der Psycho-Attacke ganz schnell ausschalten. Für sowas habe ich die ja. Aber so viele Erfahrungspunkte geben sie leider auch nicht. Dürften ruhig ein bisschen mehr rausrücken. Nein, ich habe eigentlich auf 2 gedrückt. Danke. So. Bryce will auch noch. So, Hiker Bryce.
jetzt bist du erledigt. Und all deine Erfahrungspunkte gehören uns. Das Problem, das ich sehe, ist der nächste Arena-Leiter, nämlich Norman. Weil da werden wir richtig Probleme haben, weil wenn wir gegen ihn kämpfen, da ist ja nichts in der Nähe, ne? Also nichts, mit dem wir leveln könnten. Das ist so meine ganz, ganz große Angst. Wenn wir nicht leveln können, wie wollen wir dann stärker werden, um gegen ihn zu gewinnen? Normal ist er ja nicht viel stärker als die letzte Arena-Leiterin. Aber das hier ist ja nicht normal, ne? So. Leute, ich würde aber sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht mit Pokémon Revolution Online. Bis dann, euer Wolf.